Hallo Kameraden, ich grüße euch wieder aus dem schönen herbstlichen Gnüllwald. Diesmal ist das Wetter richtig schön nieselig, kalt. Für unser eins eine ganz tolle Geschichte. Ich gehe jetzt umso lieber und gerne mit meinem Hund raus. Ich möchte am Anfang, bevor ich hier ein paar Sachen erzähle, wie immer, mal mit was Positivem anfangen und zunächst euch vorstellen, ich hatte es ja schon mal angekündigt, das ist unser neues Werbeheft, der sogenannte Achtseiter. Haben wir nachgedruckt, wie versprochen, denn unser Werbe- und Propagandamaterial ist zu 90% ausverkauft. Ihr könnt dieses Heft, was im propagandistisch sehr großen Erfolg hat, wir merken das an den Rückläufen, über unseren Z-Versand bestellen oder eben einfach telefonisch anrufen. Also, unser neuer Achtseiter ist da, hat wieder interessante Themen, Patriotismus, Nationalismus, über Nietzsche und dieses leidige Thema mit dem Umweltdieselgeschichte, wie das einzigste Land, wo es Dieselfahrverbote gibt, entblößt das Ganze als eine riesige CO2-Lüge und so weiter. Also, Aktivisten, bestellt sie, wir haben eine ziemlich hohe Auflage nachdrucken lassen und raus an die Umerziehungsfront und ran an den Feind. Zwei, drei negative Sachen muss ich immer wieder erläutern hier, weil es auch immer wieder neue Leute kommen. Deswegen muss ich das wahrscheinlich gebetsmühlenartig die nächsten 10 Jahre immer noch erzählen. Wir bekommen immer noch Briefe zurück mit dem Vermerk unbekannt verzogen. Hier habe ich zum Beispiel einen wieder aus Klagenfurt. Ja, sowas, der kommt jetzt schon zum zweiten Mal zurück. Wir werden es natürlich kein drittes Mal versenden. Und wir haben hier einen Kameraden, zum Beispiel aus Duisburg, der wartet jetzt händeringend auf sein Material. Er hat es bestellt. Alle haben sie ihr Material bestellt und auch bezahlt. Das muss ich dazu sagen. Und auch bezahlt. Haben leider, und das ist natürlich das Problem für uns, weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse beigegeben. Und wenn dann die Briefe, Pakete und Päckchen zurückkommen, dann stehen wir so ziemlich auf dem Schlauch. Was sollen wir dann machen? Und wir haben das jetzt eingestellt. Wir verschicken es manchmal noch ein zweites Mal, aber es hat keinen Sinn. Sie kommen in 90% der Fälle zurück. Und dafür ist das Porto mittlerweile zu teuer geworden, als dass wir da unendlich viel oder sehr oft Pakete an solche Anschriften senden können. Also bitte meldet euch, wenn ihr Ware bestellt habt und sie nicht erhalten habt. Sind ein gutes Dutzend ist zurückgekommen. Und wenn ihr beim nächsten Mal bestellt, denkt bitte daran, Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse dabei. So, kommen wir jetzt zu aktuellen Sachen. Ich habe mich hier so ein bisschen vorbereitet und zwar ist ja momentan auf, ab und rauf, runter in der Bundesrepublik eine neue Hassdiskussion breitgetreten worden. Natürlich der Hass von rechts auf links, nicht? Die Zeitungen stehen voll, es wird gejammert und so weiter. Und in dem Fernsehen, in den Medien. Ne, und Frau Merkel hat mal wieder teilgenommen an einer Veranstaltung, Öffnung eines, nicht eines Dokumentes, eines Denkmals für die NSU-Geschichte. Was hier auch interessant ist, Frau Merkel kommt immer nur, wenn ausländische Opfer da sind. Wenn bei deutschen Opfern ist sie meines Erachtens noch nie gewesen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie sich mal um deutsche Opfer gekümmert hat. Und ich habe dann aufgrund dieser Tatsache, dass es von morgens bis abends von Hass die Rede ist, habe ich mal so ein bisschen recherchiert und ich sage euch, und ich bin ja jetzt nun schon seit über 40 Jahren politisch aktiv, den Hass, den ich kennengelernt habe, oder viele, der kommt zu 99,9% aus der Linken und Gutmenschen und grünen Ecke. Ja? Also ich selbst habe da, ich habe unzählige Morddrohungen bekommen. Mein Haus wurde oder unser Haus wurde mehrfach beschädigt. Anschläge hat es gegeben, Brandanschläge hat es gegeben im Laufe der 40 Jahre und so weiter. Also der Hass wird von den Linken, kommt von den Linken, wird auch von den Linken und von den Gutmenschen geschürt. Um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mal ein paar Beispiele gemacht. Ich hoffe, die werden jetzt rechtzeitig da angezeigt in meinem Rücken.
Nehmen wir mal zum Beispiel diese beiden netten Mädels hier von den Jusos mit einem Baseballschläger, nicht? Das erzeugt natürlich Hass. Jetzt stellt euch mal vor, zwei Neonazis oder zwei Deutsche würden sich dahinstellen und würden auf diese Art und Weise die Ausländer bedrohen. Das gäbe einen Riesenzirkus. Das Weitere hier habe ich, da steht es ganz schwarz auf weiß, die Deutschen sind keine Menschen. Ja? Was soll man dazu sagen? Das ist bei einem grünen Veranstaltung gewesen, grüne Jugend, und das fordert, da ist man nicht geneigt, mit den Leuten aus lauter Solidarität zu schmusen. Ne? Das erzeugt Hass. Wenn du zu einem Deutschen sagst, die Deutschen sind keine Menschen, dann sind das mit Leute, die hier geboren worden sind, die fühlen sich zum großen Teil beleidigt und entehrt, und zwar zu Recht. Ja? Und das schürt den Hass. Ein weiteres Beispiel hier, Deutschland abschaffen für eine befreite Gesellschaft. Da schreiben sie sogar grüne Jugend drunter. Ne? Das ist das Gleiche. Sie wollen Deutschland abschaffen. Sie wollen also mich abschaffen. Sie wollen uns alle Deutsche abschaffen. Das bedeutet, sie beleidigen, also ich fühle mich dadurch extrem beleidigt. Und ich habe für diese Leute keinerlei Sympathie. Ne? Aber was ich dafür habe, ist zumindest tiefe Verachtung. Das kann ich euch sagen. Und es ist ganz gut, dass mich so eine Zecke nie begegnet. Sollte er mich begegnen, sollte er den Bürgersteig ändern. Ne? Den Bürgerweiche. Oder hier noch ein Beispiel. Unser Kamerad aus Wetzlar da unten die Ecke in NPD, der hat auf seine Garage stehen, Nazisau jagt, töten. Ist auch keine Hasspredigt. Ne? Stellt euch das mal vor. Das hat so gut wie gar keine Öffentlichkeit erregt. Nicht? Wenn Deutsche getötet werden, dann interessiert das keinen, dann ist das normal. Ja? Wie übrigens überhaupt ja interessant ist, dass die ganzen Opfer, die in den letzten Jahren hier passieren von Ausländern, sind alles Deutsche. Noch ein Beispiel, hier habe ich hier, von mir aus kann Deutschland verrecken. Noch so eine Hassbotschaft. Und hier habe ich auch sogar die Quelle, da hat jemand von die deutschen Konservativen e.V. ein kleines Buch geschrieben, kann ich nur empfehlen, seitenweise Dokumente, wie gut Menschen liegen. Und auch die Kirche, die katholische und evangelische Kirche, tun sich da nichts gegen Deutschland, gegen das deutsche Volk hetzen. Und dann habe ich hier noch den ehemaligen Außenminister. Die Ausplünderung Deutschlands ist Staatsräson. Er freut sich ganz besonders darüber, dass die Deutschen ausgedünnt werden und so weiter. Ihr könnt das ja anhalten, ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, dann werde ich nämlich wütend. Und dann habe ich hier noch eine Reihe von Zitaten, die Kameraden gesammelt haben, von lauter grünen und linken Politikern, was die über Deutschland gesagt haben. Zum Beispiel, es ist gut, dass wir Deutsche bald in der Minderheit sind. Das glaubt sie, hat irgend so eine Muschi von den Grünen erzählt. Ne? Und auch der Trittin hier und hier der Grünen-Chef freuen sich darüber, dass die Deutschen aussterben. Und der alte Gysi, der müsste der ein oder andere ja noch bekannt sein, der hat sich ja vor laufender Kamera geäußert und hat sogar gesagt, ein Glück, dass die Deutschen aussterben. Das ist alles keine Aufforderung zur Nächstenliebe und auch nicht zur Sympathie. Da entsteht Hass, und zwar blanker Hass. Das kann ich jedem Einzelnen sagen. Und irgendwann, befürchte ich, wird der ausbrechen. Ne? Und dann sind wir wieder alle schuld, die Deutschen. Ne? Aber wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und dieses ganze linke und Gutmenschen-Gesocks, die sehen Sturm. So viel zu diesem Thema. Wer davon noch was hat, wer noch mehr Sachen hat, kann sich ja gerne bei mir melden. Aber es geht einfach zum Hals raus, dass wenn irgendein Rechter irgendeine Kleinigkeit macht, wobei Hass immer ein schlechter Ratgeber ist, ne, dann wird das aufgepauscht. Ne, wie wir jetzt an diesem Anschlag da gesehen haben in Halle. Ne, der hat zwei Deutsche umgebracht und trotzdem war es antisemitisch, weil das höchstwahrscheinlich so geplant gewesen ist. Haben alle Politiker, alle, die da drauf gereicht gewesen sind, ihre antisemitischen bzw. ihre antideutschen Hass-Tiraden losgeworden, um vor der Wahl der AfD zu schädigen. Es ist immer derselbe Mist. Diesmal ist es aber nicht, hat es nicht so gelungen, glaube ich, die AfD hat doch trotzdem weit über 20%. Ne? Aber es hat sich nichts geändert. Es wird sich auch durch Wahlen nichts ändern.
Und dann hier nochmal so ein paar Sachen, so Heucheleien. Ich hatte es vorhin schon gesagt, in Sachen CO2. Nur mal als Beispiel, die gute alte Frau Merkel ist nach China hingefahren, hat dort lieb Kind gemacht und fördert die jetzt mit 1 Milliarde. China baut 368 Kohlekraftwerke und plant weitere 803. Deutschland zahlt jährlich, nee, jetzt habe ich 630 Millionen, nicht 1 Milliarde, ich nehme das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Deutschland zahlt jährlich 630 Millionen Euro Entwicklungshilfe an China. Ich frage mich überhaupt, wieso bezahlen wir deutsche Entwicklungshilfe an diesem Riesen, an diesen wirtschaftlichen Riesen, an China? Kann mir das mal einer erklären? Gut, 368 Kohlekraftwerke und weitere 803 sind geplant. Und der deutsche Michel, also wir, sollen CO2-Steuer bezahlen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie wir verarscht werden und wie wir uns verarschen lassen, die meisten. Diese Rechnung geht niemals auf. So, und dann habe ich noch hier immer das Thema Heuchelei. Man kann es ja bald nicht mehr ertragen. Zum Thema Heuchelei habe ich hier mal ein schönes Bild. Wie ihr hinter mir seht, lauter glücklich grinsende, schwer leidende Flüchtlinge auf einem Gummiboot oder irgendwas. Und dazu hat dann der Bedford Strom, das ist so ein evangelischer Pfaffe, Folgendes gesagt: Ich habe in ihre Gesichter geschaut und das Antlitz Gottes in ihnen gesehen. Jetzt wissen wir endlich nach ein paar tausend Jahren, wie der liebe Gott aussieht. Schaut sie euch genau an. Also es kommen jetzt sogar keine Flüchtlinge oder Kriegsbeschädigte. Jetzt kommen Götter, lauter Götter. Also merkt euch das. Und das ist immerhin ein Oberbischof oder sowas. Guck, und dann habe ich hier noch zwei Beispiele. Kann man nicht vorangehen. Vor knapp 80 Jahren war die katholische und evangelische Priesterschaft mit schönem Hitlergruß, ich darf es ja jetzt nicht hier zeigen, waren sie umgeschwenkt, Staatsräson, die ganze Richter. Und heute, das nächste Bild wird ihr sehen, da sind ein katholischer und ein evangelischer Bischof auf einer Konferenz und haben alles gekreuzt. Treffen sie sich mit einem Muslime, ist das Kreuz weg. Ja, schaut euch die Bilder genau an. Also Heuchelei in diesem Land, wo man hinschaut, Heuchelei und nochmals Heuchelei. Aber wir sollten nicht wissen, wir sollten nicht vergessen, sie machen das bewusst. Aber was soll man von solchen, in meinen Augen, charakterlosen Lumpen erwarten? Verstehst du? Sind nicht einmal bereit, ihren eigenen Glauben vor so einem Imam zu vertreten. Erbärmlicher geht es in meinen Augen nicht. Gut, jetzt sind wir schon wieder seit 10 Minuten zugange und ich habe diesmal versprochen, dass ich mich kurz fasse. Eine Sache noch, jetzt neu im Hintergrund, unser Kamerad Ralf musste jetzt zum 31.11. einfahren, muss jetzt für 2,5 Jahre und ein paar Monate hinter Gitter. Für ein Meinungsdelikt wohlgemerkt, er hat keine alte Oma vom Fahrrad geschubst oder sonst irgendwie was, sondern er hat die Technik gemacht damals für die Webseite Alter Media. Wir haben dazu einen Aufkleber rausgebracht, hier unten, Freiheit für Ralf, könnt ihr sowohl bei uns als auch da bestellen. In welches Gefängnis er letztendlich kommt, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, aber sobald wir das wissen, werden wir diese Adresse veröffentlichen. Und dann wäre es auch ganz gut, wenn ihr den ein oder anderen ihm dann was schreibt. So, oder ihm mal eine Solidarität. Und man darf, das weiß ich jetzt schon, einen Brief und pro Brief darf man 3 Briefmarken reinbringen. Ich hoffe, dass die meisten von euch noch wissen, wie man Briefe schreibt und was Briefmarken sind. Also die kann man nicht tippen. So, und dann ist mir auch hier ein weiteres Bild eingefangen, weil mir so die ganze Inaktivität von vielen Menschen und das große Gequatsche manchmal auf den Sack geht, diese Teilnahmslosigkeit. Und zwar habe ich da mit einer Schweizer Journalistin gesprochen. Das war hochinteressant. Die sagte zu mir, oder sagte zu uns, das war ein Vortrag, es werden jeden Tag in diesem Land Deutsche von Ausländern ermordet, vergewaltigt, schwere Körperverletzung und so weiter.
jeden Tag. So, und wenn das jeden Tag geschieht und es geschieht von Seiten des Systems nichts, gar nichts dagegen, dann bedeutet das, wir leben bereits im Bürgerkrieg. Wir haben bereits Bürgerkrieg. Und wir sollen durch kleine Dosen, ne, ein Toter am Tag, zwei Tote am Tag, daran ganz langsam gewöhnt werden. Also, Kameradinnen und Kameraden da draußen, werdet wach, denn sonst wird es auch bald in deiner Nähe den Bürgerkrieg geben. Der wird kommen, so sicher wie es Amen in der Kirche. Und diese Schweizerin, diese Journalistin hat wohl recht, wenn es jeden Tag Tote gibt, ja, und wenn es jeden Tag Verletzungen und so weiter, Mordanschläge gibt, dann ist das Bürgerkrieg. Was soll das denn sonst sein? Bemerkenswert ist in diesem Fall ja auch, dass es immer nur deutsche Opfer sind, also wenigstens zu 90%. Und dann noch ein Spruch, der ganz wichtig ist: Die Welt ändert sich durch deine, durch unsere Taten, nicht nur dadurch, dass du eine gute Meinung hast. Ja? Also Handeln ist das Entscheidende. Und was auch ganz wichtig ist, ihr wisst ja, ich bin ein Freund von deutschen Philosophen, unter anderem auch Arthur Schopenhauer. Da ist mir jetzt Folgendes aufgefallen. Der hat Folgendes gesagt, und das schon vor 200 Jahren. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Ja, und das passt doch auf die heutige Zeit wie Arsch auf Eimer, wenn ich das mal unphilosophisch ausdrücken darf. Ne? Die meisten sind teilnahmslos und sind immer zwar am Jammern und schieben das alles vor sich her und denken, wird schon nicht so schlimm sein und denken weiter nur an ihre Geschäfte und sonst gar nichts. Und wollen wohl duschen, aber nicht nass werden. Ne? Könnte ich stundenlang darüber erzählen. Aber jetzt zum Abschluss, und dann höre ich wirklich auf, habe ich hier noch drei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich komme ja viel durch Deutschland rum. Ich fahre ja jeden Monat zwischen 3.000 und 5.000 Kilometer durch dieses wunderschöne Land und durch diese Scheißrepublik. Und dann fällt mir auf, da erlebt man schöne Sachen. Also ist eine wunderschöne Landschaft, eine Kulturlandschaft, die übrigens nicht die Türken erschaffen haben, ja, wie so Pädagogen der heutigen Schulen das erzählen. Ne? Die haben auch nicht Deutschland aufgebaut, auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sind erst gekommen, als es schon richtig Geld zu verdienen gab. Das waren unsere Ahnen, unsere Vorfahren, die dieses Land gestaltet haben. Und sie haben sich wirklich viel was dabei gedacht und haben verdammt Großes geleistet. Und das alleine ist schon Grund für mich, diese unglaublichen Leistungen, die vollbracht haben. Wir dürfen dieses schöne Land diesen Verbrechern nicht einfach so kampflos überlassen. Und bei einer dieser Fahrten bin ich an einer Schutzhütte vorbeigekommen und da stand folgender Spruch, das hat mich sehr bewegt, weil er so deutsch ist, wie er nur deutsch sein kann und weil er alles aussagt, was die deutsche, oder vieles aussagt, was die deutsche Seele betrifft. Und warum wir unseren Gegnern, die eine rein materialistische Weltanschauung haben, die keinen Glauben haben, die keine Seele haben, warum wir denen überlegen sind. Also an der Schutzhütte, da stand Folgendes. Lieber Wanderer, eine Bitte. Lenke möglichst deine Schritte nicht zu weit vom Wege fort. Du kannst hier vom Großstadt halt nahe am Wege ruhig rasten, aber heilig sei der Ort, wo im Stillen Waldesecken, Rehe, Haas, Fasanen stecken, wo im März zur Maienzeit Mutterwild mit Muttersorgen jeden Abend, jeden Morgen Friede sucht durch Schweigsamkeit. Lass dich nie dazu verführen, jemals Jungwild anzurühren. Was im Wald geboren ist, ist dem großen Gott begegnet. Und auch du seist Gott gesegnet, wenn du folgsam und schweigsam bist. Ja, Das spricht ja Naturliebe, Nächstenliebe, Liebe zu sämtlichen, jetzt zu das Leben selbst, ja. Und das ist das, was uns stark macht. Ne? Sowas oder auch nur annäherndweise habe ich in den letzten 40 Jahren von irgendeinem Linken nie gehört. Niemals, dazu sind die gar nicht so imstande, so tiefe Gefühle zu entwickeln, die uns betreffen, unsere Seele betreffen. Und das ist Seele.
Das ist urdeutsch und das werden Sie nicht vernichten können. Und dann noch eins und noch zum Schluss. Und das ist sogar eine Warnung. Und jetzt wieder ein guter Philosoph, mein Lieblingsphilosoph, Friedrich Nietzsche. Ich will ja hoffen, dass der eine oder andere den noch kennt. Also ich kann nur empfehlen, holt euch Bücher von ihm. Noch sind sie nicht verfälscht, noch steht alles drin, aber sie werden mit Sicherheit eines Tages verboten werden. Dieser Mann hat Folgendes gesagt, und jetzt möge ich bitte, dass die Feinde des deutschen Volkes mal genau zuhören. Also dieses ganze linke Gesocks, die Grünen und all der ganze, ich hätte beinahe was gesagt. Gut, Nietzsche hat geschrieben, glaubet nicht, dass der Deutsche seine göttliche Urheimat verloren hat. Eines Tages wird er sich wach finden am Morgen eines ungeheuren Schlafes. So, und wenn er aufgewacht ist, dann will wieder kein einziger von was gewusst haben. Aber wehe dem, wer dann Demokrat gewesen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.